junkfoodtaste.com, and I'm now reviewing a very hot soup, and it's called the Teufelsküche, yeah, Devil's Kitchen or Hell's Kitchen, and it's chili con carne diabolo, yeah, and it's with beef, yeah, kidney beans and jalapeno chili, alright, and it's 3 out of 3 chili hotness. Okay, yeah, and this is like a very spooky warning. They say it's not like ordinary, it will be hot, they say. Okay, I would do it in the pot, yeah. Yeah, and it shall cook very shortly. Okay, this is the ingredients. Okay, let's do it. Yes, this was a wish. Yeah, I think I finished nearly all the wishes. And this was a wish by, yeah, wish 23. Isn't 23 the number of devil? And it's by US Sandstrahlarbeiter, which means like, yeah, sand stream or something. What's the translation of Sandstrahl? Okay, something is left. So I looked it up. Sandstrahl means sandblasting, sandblaster. Yeah. And he's also watching junk food videos. I think it will be very hot. So it's now cooking in Hell's Kitchen. I think it's ready. I hope it didn't burn to the floor. Maybe a little bit. But let's not care. Okay, now it's tasting time. Let's taste Hell's Kitchen. Okay, it's not that brutally hot. I expected it worse, but it's hot. Yeah, a nice, delicious soup for my account. Yeah, I rated win. Okay, das ist Teufelsküche Chili con Carne Diabolo. Genau, Rinderhackfleisch und Giapponello Chili. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch schlimmer vorgestellt. Hier hinten, das ist interessant, da sagen die, ja, kennst du das auch, da steht scharf drauf und dann ist es nicht scharf, so in etwa zusammengefasst. Dem muss ich eigentlich widersprechen, also wenn es scharf drauf steht, ist es meistens auch scharf. Zum Beispiel, ich würde das jetzt von der Schärfe vergleichen mit diesem Lidl Inferno Chips. Ja. Von daher hatte ich eigentlich hier ein totalen Overkill erwartet, der nicht gekommen ist. Egal. Ja, das ist ein Zuschauerwunsch von der Zuschauerbestellung. Ich habe jetzt auch fast schon alles durch. Und das habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gedrückt. Genau, von US Sandstrahlarbeiten. Genau. Okay, ja, wenn das interessiert, von der Zuschauerbestellung ist das noch übrig. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas fehlt hier. Gefüllte Auberginen, das werde ich demnächst auch mal essen. Ja, schön scharf, für alle, die scharf mögen, auf alle Fälle. Jetzt nicht ultra scharf, also wer jetzt so ein ultra
Scharf-Typ ist, der wird das wahrscheinlich auch noch zu schwach finden. Aber geht schon. Okay, wenn ihr das schon mal gegessen habt, dann schreibt einen Kommentar und danke fürs Zusehen.